Bündnis 90 drin. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, Uli Nissen, ich glaube, ich bin im falschen Film. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich bin im falschen Film. Ich habe jetzt, ehrlich, jetzt habe ich nämlich verstanden, jetzt habe ich verstanden, dass das Baukindergeld auch ein SPD-Projekt ist. So, und jetzt habe ich auch verstanden, warum der Gipfel am Dienstagabend die Ergebnisse produziert hat, die er nämlich produziert hat. Nämlich, dass ihr jetzt in der Großen Koalition 9 Milliarden Euro in einen eh schon überhitzten Wohnungsmarkt pumpt und davon als SPD, dafür als SPD sozusagen noch 1 Milliarde sozusagen nebenbei für den sozialen Wohnungsbau rausgeholt habt. Aber beim Mietrecht habt ihr nichts gemacht. Und ich habe in der letzten Sitzungswoche hier gesagt, ich will die SPD beim Mietrecht kämpfen sehen. Und bei diesem Gipfel seid ihr nicht hingestanden und habt gesagt, das Baukindergeld gibt es nur, wenn es auch Verbesserungen beim Mietrecht gibt. Das habt ihr nicht hinbekommen. Und das zeigt ganz klar, das Mietrecht ist nicht auf der Agenda der SPD. Der Referentenentwurf von Frau Barley vergammelt immer noch im Ministerium. Und das ist ein mietenpolitischer Skandal. Und der hat eigentlich nichts mit der CDU zu tun, sondern nur mit dem Willen der SPD, bei dieser Frage wirklich Härte zu zeigen. Die SPD lässt sich wie in der letzten Wahlperiode bei der Mietenfrage über den Tisch ziehen. Und Herr Lutschak, dass Sie an dieser Stelle lachen, ja, dass Sie an dieser Stelle lachen, ja, kann ich überhaupt nicht verstehen, weil Sie bremsen das Mietrecht mittlerweile sozusagen seit über 5 Jahren aus, jede Verbesserung von Mieterinnen und Mietern. Und dass Sie hier bei jeder Rede den Mieterschutz betonen und Krokodilstränen heulen, das ist wirklich unerträglich. Und wenn Sie nicht zusammen klarkommen, meine Kollegin Shanan Bayram und ich, wir haben ein bisschen Expertise beim Mediationsverfahren, vielleicht nehmen Sie uns einfach mal mit dazu und dann reden wir miteinander, dann kommt vielleicht auch was raus für Mieterinnen und Mieter in Deutschland. Wir brauchen eine Neujustierung des Mietrechts, und zwar eine soziale Neujustierung, weil die Mieten in Deutschland insgesamt zwischen 2012 und 2016 um 15% gestiegen sind und der Anstieg sich weiter erhöht hat. Und das merken die Menschen und haben Angst vor Verdrängung. Und deswegen braucht es eine Neujustierung. Und diese Neujustierung wird nur damit gehen, wenn wir eine funktionierende Mietpreisbremse haben, weil die Nebelkerze Neubau nicht funktioniert beim Bestand. Und nur die Mietpreisbremse funktioniert im Bestand. Und deswegen sage ich Ihnen eins, unser Vorschlag bringt in Ihrem Wahlkreis, Herr Lutschak, 29 Euro pro Monat Ersparnis. Und das werden wir Ihnen vor Ort unter die Nase reiben. Wir brauchen eine Modernisierungsumlage, die nicht darauf setzt, dass nach 10 Jahren die nächste Modernisierung kommt. Ich meine, welcher Kollege innerhalb der Union saniert sein Haus alle 10 Jahre? Das macht niemand. So ein Investment gibt es nirgendwo. Und deswegen 6%, damit haben Sie 20 Jahre Investment. Und das ist vernünftige Marktwirtschaft. Und lassen Sie endlich hier wieder die soziale Marktwirtschaft gelten, statt sozusagen die Rendite derjenigen, die mit diesem Geschäft Modernisierung am Ende ihre Rendite machen. Wir brauchen zudem eine Mietbegrenzung im Bestand, deswegen 10%. Ja, und nicht 15%, wie Sie sozusagen im Augenblick im Gesetz haben, dann kriegen wir es hin. Und wenn wir den Bestand nicht anschauen, sondern immer nur die Nebelkerze Neubau zünden, wird es nicht gelingen. Der Neubau in Deutschland macht 0,6% aus. Damit erreichen Sie gar nichts bei diesen massiven Mietsteigerungen, die wir haben. Deswegen braucht es regulierende Instrumente im Mietrecht. Und ich finde es ehrlich gesagt total traurig, dass hier wirklich gestandene Juristen nicht in der Lage sind, auf diesen Gesetzentwurf im Detail einzugehen, unseren Antrag hier im Detail einzugehen. Weil im Detail, Herr Hirte, im Detail muss man konkret werden. Und das werden Sie als CDU leider in dieser Frage nie, außer sozusagen bei Ihren schönen Wetterreden, die Sie hier halten. Und das reicht einfach nicht aus für eine vernünftige Mietenpolitik und schon gar nicht, um den Mietenwahnsinn in Deutschland zu bremsen. Dankeschön. Für die CDU-CSU-Fraktion hat als Nächster das Wort der Kollege Michael Kiesler.